Tiger Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Maxwell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Und damit ein herzliches Willkommen zu Modern Warfare 2. Schön, dass du eingeschaltet hast. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt drauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Na, dann finden wir das mal heraus. Wir sind hier anscheinend irgendwo in der Wüste. Ist im Visier. Oh. Was siehst du? Ja, was sehen wir denn? Ups. Okay, wir sehen Soldaten und ein Panzerkonvoi. Alter! Wagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Korporani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Na, dann suchen wir mal den General. Er müsste doch eigentlich hier irgendwo in der Mitte sehen, oder nicht? Es geht um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Okay, mal schauen, ob die jetzt hier weggebombt werden. Oder nicht. Hier bleiben wir mal drauf. Kann man sich hier sonst noch irgendwie was scannen? Beobachte den VIP-Ghost. Das muss er sein. Okay. Bespannen wir den jungen Herrn nochmal noch ein bisschen. Achso, ich muss ihn markieren, Leute. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei. Rakete ist unterwegs. Alter, was ist das denn für eine fette Rakete? Oh, okay, wir dürfen die steuern. Welle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Na dann. Wahrscheinlich so eine Hellstorm-Rakete, würde ich mal nehmen. Okay, wir fliegen das ja ganz gut. Oh, wir haben auch einen Boost. Okay, rein in die Masse. Boah, Alter! Verdammte Scheiße! Treffer. Ziel zerstört. Modern Warfare 2. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen an euch. Bin auf jeden Fall schon richtig hyped auf das Spiel. Ich hoffe, dass es gut wird, genauso wie der erste Teil der Serie. Ich kenne diesen Blick. Ah, den kennen wir doch. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur ein Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Luke McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude.
Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend, nur im Notfall töten. Beeilung! Okay, hier sind wir auch schon unterwegs als Ghost, würde ich mal annehmen. Das erinnert mich hier ein bisschen an den Anfang aus dem ersten Modern Warfare Teil. Da war man ja auch in so einer Nachtmission unterwegs. Na gut. Ah ne, wir spielen Soap. Ghost ist vor uns. Hey, never mind. Oh. Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Ah, die schaffen wahrscheinlich nicht. Oh Mist. Eieiei. Haben wir den Kind des Sniper? Alpha, Lagerbericht. Sieht zumindest so aus. Alpha, komm! Alpha ist bewegungsunfähig! Kritische Treffer! Scheiße, wir stehen unter direktem Sturz! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. So, ich spiele das Spiel hier gerade noch in der Early Access Version. Das könnt ihr ja machen, indem ihr ja Modern Warfare 2 vorbestellt habt. Die Edition ist egal. Ihr könnt aber dann eine Woche vorher spielen. Und ich muss echt sagen, das hat hier schon ein bisschen ein paar Ruckler, wo ich hier das mit, ich würde mal behaupten, einem ziemlich guten Setup jetzt auch, gell? Okay. Was haben wir hier? Eine Reaper. Ich kenne mich halt hier mit den Waffen nicht so aus. Das Ding sieht doch schon mal vielversprechend aus. Boah! Alter! Okay, das hat man gesichert. Da oben sind auf jeden Fall ein paar. So, ups. Wow. Die haben übelst gutes Aim. Muss man denen lassen. So, einen. Zwei. Und drei. Oh, da unten ist noch einer. Na komm. Perfekt. Bravo, Gebäude 2 vorrücken. Bravo, Raketenfeuer auf Absturzstelle aus Gebäude 2 erster Start. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Hoffen wir mal, dass wir die hier noch saven können. Na gut, mit der Sniper da jetzt wahrscheinlich ins Haus reinzugehen, ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ich sagen, wir wechseln einfach mal hier zu diesem Sturmgewehr, das wir abgezogen hatten. 7-1 geht rein. Bruder, ich bringe jetzt einfach aus deinem Bungalow raus. Okay. Können wir hoch? 7-1 rückt vor den ersten Stock. Die sind hier oben. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier so schlau war, unser Nachtsichtgerät auszuziehen. Wow. Oh, okay, wir können Blendgranaten reinwerfen. Zack. Na, weg mit dir, Genosse. Okay. Na, M16 gehabt. Interessant, interessant. So, wie sieht es mit unseren Kollegen aus? Mist, da ist einer im Flur. Okay, hier vorne ist anscheinend noch einer. Kann ich irgendwie die Waffe anstützen? Ja. Moin, moin.
Ich habe Raketenwerfer ausgeschaltet. Ups. Oh, dahinter, da ist doch einer. Frechheit. Habe ich den ausgeschaltet? Ich bin mir nicht sicher. Man sieht hier ja die Marker nicht. Kann ich die Tür eintreten? Ja. Ah, okay. Alter! Keine Spur von Hassan. Was hat er mit der Dame da? Ich hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. Oh, die Automatik ist so wie nice. Okay, die war natürlich auch übelst geil. Hier auf dem Scheißhaus versteckt sich dieses Mal niemand. Okay. Gesichert gehen wir. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. McTavish, alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Na komm, komm ich hier raus? Wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07, Gebäude 2 gesichert, wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt, Alcatala erwartet uns. Verbündete! Da ist hier noch einer am Leben? Sehen, ah ja. 5 sind tot, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir tragen. Ah, das sieht hier so aus, als müssen wir das verteidigen. Adaptivität. Wenn ihr was seht, dann schießt. Scheiße, wie viele sind das? Angriff! Okay, das sind einige. Recht gehabt, Lieutenant. Wow. Hey, die Typen können aber übelst gut zielen. Wow. Okay, die haben hier nicht nur Sturmgewehre und Scharfschützengewehre, sondern auch Raketenwerfer. Natürlich meine Lieblingsgegner. Kann ich mich hier irgendwie... Ja, okay, ich kann mich hier aufschützen. Ehre. So, den hätten wir weg. Oh! Tot? Die Rampe sichern! Muss aber echt sagen, das sieht grafisch übel schön aus. Was ist das? Tja, das schönste COD, würde ich mal so behaupten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. Okay, 3 Minuten müssen wir hier noch ausharren. Hey, scheiß Rauch an der Baumreihe. Okay, sie kommen. Ja, sie ein Scheiß. Beschuss! Los. Oh, da kommen sie. Wow. Oh mein Gott. Alter. Hey, die Typen wissen auf jeden Fall, wie man hier den Auftritt angeht. Oh. Er ist tot. Weiter kämpfen. Hey, der war auch tot. Haben wir da hinten noch jemanden? Ja, ich gebe mein Bestes, Hey, die Gegner sehen aber schon richtig nice aus. Okay, den haben wir erwischt. Gut, durch den Nebel sehe ich nichts mehr. Langsam müsste doch auch das Bombardement hier rankommen. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir sichern die Position und rücken vor. Falls Hassan noch hier ist, dann vor uns. 7-6, funk die luftnahe Unterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 01. Beschuss in einer Minute. Kilo okay, eine Minute noch. Alles vor unserer Position.
Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Na dann hoffen wir mal, dass die hier ist. Ist die. Ah, okay, ich wollte es gerade schon aussprechen. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Dass sie hier nicht die fetten Geschütze hier rausholen, aber demnach sieht's aus. Ist das ein Panzer? Ach du Scheiße. Ja, moin. Gut, dagegen haben wir nichts, ne? Wenn hier höchstens nur diese einzelnen Soldaten, die hier rausrennen, auf Kamikaze angelehnt, ausschalten. Luftunterstützung auf Station. Oh, sehr schön, die Jungs kommen. Bombardiert alles weg. Eieiei. Okay, da hinten ist ja noch mehr, oh mein Gott. Okay, was ist das? Kilo 01, das waren saubere Treffer. Was ist das? Sehr schön, direkt geklärt. Alles sicher. Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 76. Kilo 01, gehen, Bereitschaft. 76, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ah, hier haben wir noch eine Munitionstasche. Ehrenhaar. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Oh, es hätte die auch nie gegeben, okay? Mach mal mit. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei, du hast wohl recht, Lieutenant. Was ist denn das für ein Licht aus dem Himmel, hä? Der Absturz war ihre Chance. Okay. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Na, dann stellen wir mal Hassan, der hier anscheinend irgendwo hier vor uns sein sollte. Wahrscheinlich gut bewacht, der gute Herr. Die Flieger sind noch auf Position. Aber dass die hier Shepard wieder reinbringt, finde ich irgendwie ziemlich interessant. Da er uns ja im originalen Modern Warfare 2 ja übelst verraten hat. Mal schauen, ob er hier denselben Move bringen wird. Ah, das ist wahrscheinlich das ganze Gebäude. Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Echt den? Hast du ihn im Visier? Gib deinen Kopf runter! Soap, schalte den Schützen aus! Alle anderen, unten bleiben bis... Hey, warum sind denn meine Bullets einfach in der Luft stecken geblieben? Hä? Scharfschützen auf dem Dach! Schalte sie aus! Verluste? 7-5 am Boden! Vorne ist noch ein Scharfschütze. Weg mit dir. Oh, okay, links ist noch einer, links ist noch einer. Hab ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Geklärt. Oh, wow, 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 wow. Alter, was ist denn mit den Leuten da falsch? Okay, gut, wir sollten da nicht so offensiv reingehen. Schreiben wir die hier einfach aus der Distanz weg. Wir haben keine Wahl. Triff das Gebäude 7-6, aber zerstör es nicht. Kilo 01, vollere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden. Wir fliegen los. Na, dann stellen wir mal das auf. Gucken, ob der gute Hassan dort drin ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht alle ist. Ich muss danach mal das Spiel hier ein bisschen leiser stellen. Übelst laut. Okay, schön weggebombt. Nichts wie rein da. Mit der Automatikpistole sollten wir da schon ein bisschen was reißen können. Meiner Meinung nach. Einfach der Suicider. Alpha ist drin. Erdgeschoss. Ja. Prüf die Leichen. Sichere das Erdgeschoss. Ei, wo kommen die denn her? Okay, wir haben erstmal ein bisschen aus. Sieht irgendwer Hassan? Negativ. Keine Spur von Hassan. Ja, von wo schießt der mich an, hä? Negativ. Oh, hier auf dem Scheiß aus dem Z-Typ. Der falsche. Der ist wahrscheinlich irgendwo im ersten Stock, oder? Oder wahrscheinlich gibt's hier noch irgendwo einen Bunker.
den wir hier durchlaufen können. Feind erledigt. Rücke vor, Erdgeschoss. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Ich würde mal besser auf Distanz bleiben, nicht dass da irgendwie nochmal so ein Suicider um die Ecke kommt und uns dann mit in die Luft nimmt. Ja, okay. Oh, die Lockwood. Ich habe gehört, das soll die neumodische 720 sein. Aus dem vorherigen Teil. Ein Schütze weniger. Okay, einer weniger. Ist immer gut. Oh mein Gott. Ach, da unten aus der kleinen Ritze schießt er raus. Oh mein Gott. Okay, gut, spielen wir hier ein bisschen defensiver. Die schleichen hier überall rum. Okay, hier entdeckt man niemanden mehr, wäre geklärt. Ich hätte auch einfach eine Granate reinwerfen können, fällt mir gerade ein. Okay, warte mal. Ja, geil. Flashbang. Abschuss bestätigt. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Das machen wir natürlich. Und sieh, was du findest. So. Dann, hier haben wir Papiere. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos, draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie denn noch? Verdammt gute Frage. Ja, das sind hier die Fragen, ne? Kann ich irgendwie ein Bombendepot, Drogen? Ich weiß es ja nicht. Naja, wenn man hier schon über Depot spricht, ne? Hat drin was gehört. Verstanden. Sichern wir's. Da hinten habe ich einen gesehen. Oh! Habe Kontakt! Ja. Hier haben die auf jeden Fall irgendwas gecheckt. Oh, was? Die haben auch Schutzwesten hier. Okay, das ist ganz neu. Ich hab ja sonst nur im Multiplayer, meiner Meinung nach, wenn ich das richtig erinnere. Ah ja. Der Shieldbreak hier, wie in Warzone. Kann ich den hier aus dem Winkel hier abfahren? Ja. What? Alter. Rennt der hier einfach gegen mich, die Sau. Gut. Wird nicht. Oben ist noch einer. Nein? Ah, okay, ich hätte ja auch einen Blumen drauf gehabt. Habe ich auch gerade erst rausgefunden. Die Nimbark. Ist das nicht die... Na, wie hieß die im Vorgänger? MP28 oder so? Auf jeden Fall eine übelst broken Waffe. Ja, ich habe die damals sogar auf Platin gespielt. Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Na dann. Der hat ja krasse Ausrüstung. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6, Charlie an Watcher 1, bitte komm. Hier Watcher 1, ich höre. Laswell, hier Ghost, wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost, sieh dir das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ, hier ist ein Waffenlager.
Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Wurde in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Katala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, da sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap.